Ja, und zur Palliativstation gehört auch dieses gemütliche Wohnzimmer. Und hier habe ich mich jetzt mit der Oberärztin des Interdisziplinären Zentrums für Palliativmedizin verabredet, Frau Dr. Heinschmeller. Ich grüße Sie ganz Ich herzlich. grüße Sie auch. Hallo. Hallo. Viele Menschen verbinden Palliativstation mit einer Sterbestation. Stimmt das eigentlich noch? Was sind denn Ihre vorrangigsten Aufgaben hier? Ja, Palliativstation ist eine Station im Krankenhaus zum ersten Mal. Und die Aufgabe von Palliativstationen ist, schwerkranke Patienten auch wieder nach Hause zu entlassen und sie nach Hause dahin, wo sie in ihrer schweren Krankheit sicherlich gut aufgehoben sind, das zu ermöglichen, dass sie auch wieder nach Hause gehen können. Das ist die Aufgabe einer Palliativstation. Das setzt voraus, dass wir natürlich uns die Patienten sehr genau nochmal angucken und schauen, mit welchen Symptomen kommen die denn zu uns? Haben die starke Schmerzen? Haben die starke Atemnot? Was können wir medizinisch, pflegerisch machen, um die Symptome überhaupt zu lindern? Und dann mit den Patienten und ihren Angehörigen gemeinsam zu besprechen, kann es denn außerhalb des Krankenhauses nochmal gehen? Was ist denn da der Unterschied zwischen einem Hospiz und einer Palliativstation? Genau, der Unterschied zwischen einem Hospiz und einer Palliativstation ist, oder sagen wir erstmal, das Gleiche ist, beides betreut Patienten mit schweren Symptomen, schweren Erkrankungen am Lebensende. Eine Palliativstation ist immer in einem Krankenhaus angesiedelt oder hier am Klinikum und ein Hospiz ist außerhalb angesiedelt. Ein Hospiz wird auch anders betreut. Da ist ein guter Pflegeschlüssel, ähnlich wie hier auch, aber da ist die Betreuung, die ärztliche Betreuung verbleibt bei den Niedergelassenen. Und im Hospiz dürfen die Patienten auch deutlich länger verbleiben, deutlich länger als 2 Monate und da dürfen auch die Patienten in Ruhe ihrem Lebensende entgegensehen. Zu welchem Zeitpunkt ist denn eine palliativmedizinische Betreuung überhaupt sinnvoll? Nun, es gibt seit 2015 glücklicherweise Leitlinien in Palliativcare und die empfehlen, dass die Palliativmediziner frühzeitig bei Krebserkrankten schon mit eingebunden werden, um frühzeitig schon eine Information zu geben, auf was es im weiteren Verlauf alles zu achten. Wir unterscheiden in eine allgemeine und eine spezialisierte Palliativversorgung und es ist für jeden Patienten und auch für die Angehörigen sehr erleichternd, wenn wir frühzeitig schon mit ich sag's mal, mit Rat und Tat zur Seite stehen, aufklären, auf eine Patientenverfügung hinweisen, auf Vorsorgevollmacht und so weiter. Auch um so im Verlauf so ein bisschen mitbegleiten zu können, um dann am Ende der Erkrankung unter Umständen mit einer ganz anderen Expertise und auch mit Vertrauen mit den Patienten mit einsteigen zu können. Wer arbeitet denn bei der Behandlung der Patienten alles zusammen mit Ihnen? Genau, die spezialisierte Palliativversorgung, wie die eine Palliativstation vorhält, das ist immer Teamarbeit. Das heißt, Sie haben hier ausgebildete Ärzte, die haben die Zusatzbezeichnung, sind alles Fachärzte mit einer Zusatzbezeichnung in Palliativmedizin. Wir haben ein Team an Pflegekräften, die wir sind relativ gut ausgestattet. Wir haben einen höheren Pflegeschlüssel als die Normalstationen. Es sind Seelsorger dabei. Es ist ganz wichtig, der soziale Beratungsdienst dabei, weil wir viele sozialrechtliche Fragen zu beantworten haben. Wir haben Psychologen dabei, wir haben Physiotherapeuten, wir haben eine Musiktherapeutin dabei. Jetzt haben Sie vorhin auch schon angesprochen, dass die Angehörigen ja auch einbezogen werden. Inwieweit werden Sie denn auch in die Behandlung mit einbezogen? In die Behandlung auf der Station nach Wunsch. Also wir bieten sehr, sehr gerne den Angehörigen an, wenn wir an die Entlassung nach Hause andenken, doch mal einen Tag, vielleicht auch mal eine Nacht hier auf der Palliativstation mit zu verbringen, um sich auch von der Pflege einweisen zu lassen, was sind denn so die kleinen Tipps und Tricks, weil das wissen wir häufig nicht mehr so aus der Erfahrung. Und da leistet unsere Pflege Gutes. Wir haben so ein strukturiertes Einarbeitungsmodell für Angehörige, um auch Angehörigen dort zu unterstützen. Wie wichtig ist denn in Ihrer Arbeit die Seelsorge und am Ende auch die Sterbebegleitung? Ja, die Seelsorge ist ganz wichtig. Wir haben eine hervorragende Seelsorge, die evangelische und die katholische Seelsorge. Wir haben auch für unsere muslimischen Patienten einen guten Austausch mit der muslimischen Seelsorge, weil am Lebensende doch bei ganz vielen Patienten spirituelle Fragen kommen. Die müssen jetzt gar nicht kirchlich gebunden sein und alle unsere Seelsorger haben den Auftrag, nach dieser Spiritualität zu forschen und da ein Stück Weg mitzugehen. Das funktioniert hervorragend. Ich danke Ihnen für Ihre Antworten, für dieses Gespräch und weiterhin natürlich viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Danke Ihnen. Danke auch.